Noch ist es ruhig in Bad Wildung im Hello Ponte. Aber die Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck, um ein Hallenbad mit Freibad-Feeling in den Corona-Zeiten zu erstellen. Unter anderem wird desinfiziert, die Rutsche ist nutzbar. Also es geht am 6. Juli los. Ja, wir freuen uns, also wir, der Herr Diehl, der Herr Kramer und ich, und natürlich mit den ganzen Mitarbeitern des Hello Pontes, dass wir am 6.7. unsere Tore und Türen für die Gäste wieder öffnen können und hoffen natürlich mit dem Angebot auch den Geschmack und den Nerv der Leute zu treffen, um ein Stück Normalität wieder zu bieten. Ja, ich schließe mich an. Also wir freuen uns, dass wir unser Hallenbad jetzt öffnen können mit einem Freibad-Flair, weil unser Freibad ja geschlossen bleiben muss aus baulichen Gründen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt das Hallenbad in der Öffnung. Zur gleichen Zeit können immerhin maximal 100 Leute jetzt sich hier die Zeit toll vertreiben. Und auch die Sauna wird geöffnet mit maximal 20 Leuten, bitte per Anmeldung, per Telefon oder mit E-Mail. Und dann gilt unser Wahlspruch, unser Motto, Sie sind mit Abstand unser bester Gast. Ja, Hygienekonzept ist ja ausgearbeitet worden mit dem Gesundheitsamt Porbach. Das heißt, der Gast selber braucht sich nur an die Regel halten, Maske tragen bis zur Umkleide, Abstand halten. Alles andere wird von unserem Hygienepersonal gemacht. Das heißt, regelmäßige Flächendesinfektion und abends nach Feierabend also alle Bodenflächen ausspritzen und desinfizieren. Auch wenn das Freibad geschlossen ist, die Liegeflächen neben dem Freibad außer der Liegewiese sind erreichbar und können genutzt werden. Das Becken selbst ist abgesperrt.